Ja, das ist so ein Blick, so ein Sehnsüchtiger, wie ich hier hingekommen bin, auf dieses Forum. Und wo schaut er hin? Auf eine Sache, die mir am Herzen liegt. Oder, ja, ich möchte Beziehung aufnehmen. Ja, Beziehung zu meinem Licht, zu meiner Liebe, zu meinem Glück. Also das, was die meisten Menschen wollen. Die Buddhisten sagen, jeder Mensch oder jedes Wesen sucht das Glück, das ist die einzige Geschichte, die uns hier vorantreibt. Und Klima ist natürlich so ein Thema. Und hier habe ich mal durch das Hubble-Teleskop geguckt und da ist der Adlernebel und hier ein so eine kleine Zehe hier oben, das ist unser Sonnensystem, also in der Größenordnung. Ja. Und da werden neue Sterne geboren in so einem Nebel. Also Ideen. Und das ist ein anderer Seeadler, ja, der sieht auch und der fokussiert die ganze Energie sehr souverän, entschieden, konsequent und direkt. Also der kann über 2 Kilometer kann der eine Maus sehen, wo die huscht unter dem Gras. Und der ist einfach der König der Lüfte. Ja. Das heißt also, der ist sehr direkt. Was weiß ich über das Leben? Das heißt, was habe ich an Erfahrungen, was hat mir meine Mutter erzählt über die Liebe, über das Glück? Das fing damals wahrscheinlich mit dem Bienchen an. Ne? Wie kann ich Beziehungen aufnehmen, indem ich mich mit diesen schönen Sachen des Lebens verbinde? Aber was weiß ich über Gesundheit? Wie gesund bin ich? Das Leben, die Welt, ja, in der ich lebe. Wir sprechen heute über Klima und das ist so aus dem Film Die Erde, glaube ich, heißt er. Und sehr eindrücklich, also mich hat es beeindruckt. Was weiß ich über Systeme? Also systemisch denken möchte ich gerne und ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Aber solche kleinen, perfekten Gestalten, die da über die Erde huschen, wer das schon mal gesehen hat, wie die fliegen, die Libellen, ist der Wahnsinn. Ne? Also das beeindruckt mich immer wieder. Und bin ich der Souverän solcher Systeme oder denke ich nur mit anderen, die Männer manchmal so sind wie ein Elefant im Porzellanladen. Ne? Und letztendlich ist es eigentlich nur immer ein Spiel, das wir machen wollen, also ich zumindest. Mir fehlt manchmal der Mut, es tatsächlich zu tun. Ne? Und hier ist so ein kleiner Adler, der springt ins warme Wasser dann wahrscheinlich bald, ne, wenn das Klima so weitergeht, aber mit einer aufrechten Haltung. Ne. Also nicht kopfüber durch, sondern richtig souverän. Ne. Und ich habe gedacht, okay, spielen wir mit dem liebsten Spielzeug, was wir haben, als Mann, so ein Eutiken, zurück zu den Wurzeln. Und das ist das Vorspiel. Also bevor es überhaupt losgeht mit dem Spiel, wie fängt das dann eigentlich wirklich an? Was ist denn das, ein Pregame, ein Vorspiel? Also ich habe gegoogelt, also das ist dann so Vorglühen, gibt es auch. Ne? Und wir haben dann herausgefunden beim Spiel, nachdem wir es dann gefunden haben, das Logo hat uns irgendwie gefunden, also wir haben es nicht gefunden, uns, dass das Spiel mitdenkt. Ne? Wie geht denn das? Ja? Das merkt man spätestens dann, wenn man spielt, weil es gibt keine Regeln. Es ist nur eine Form, ein Container, ein Spielfeld, das ist das, was man braucht grundsätzlich. Das sind 32 Felder mit außen 4 Feldern drumherum und dann würfelt man los und dann kann man sich die Spielregeln während des Spiels ausdenken. Was brauche ich noch zu dem Spiel? Natürlich Figuren. Das heißt, dass ich mich wiederfinde, ich muss dann so ein Avatar daraus setzen, eine Figur, mit der ich mich verbinde, vielleicht so eine Schildkröte oder so ein Bär. Oder eben der Pinguin, der taucht da wieder auf, wieder aufgetaucht aus dem Warmwasser. Und was brauche ich weiterhin? Diese Spielkarten. Das ist eigentlich dann, wo ich dann der Souverän bin, wenn ich meinen Namen draufschreibe, das Thema draufschreibe, auf welches Feld gehört es und was soll da passieren. Das ist sozusagen die ganze Anweisung von dem Spiel. Während ich es spiele, entwickelt es sich. Das ist ein Prozessspiel sozusagen. Es funktioniert nur, wenn man es miteinander macht. Ich brauche Mitspieler, am besten so 6, 7, 8 Leute, die um den Tisch rumsitzen. Und wir haben es ja hier schon im EBZ mal probiert. Ne? Und
Es war ein sehr lustiger Abend, auch erschreckend für manche, die mitgespielt haben. Dann braucht man so einen Typen, der als Spielleiter auftritt und das möglichst auch irgendwie schafft, die Energien, die dann am Tisch entstehen, in irgendeiner Form zu halten, diesen Container zu halten. Ja. Er ist ja letztendlich auch Teil des ganzen Systems, das da klimatisch umgeht. Und ein Spielthema braucht man. Ja. Also ohne Thema wird das sehr vage. Und da bietet sich eigentlich alles an, was ich vorhin schon gesagt habe, Gesundheit, Klima, Umwelt. Da könnt ihr erfinden, was ihr möchtet. Also wir haben es mit allen möglichen Währungen oder mit Familienaufstellungen und so weiter gemacht. Aber was brauchen wir wirklich? Um das Spiel wirklich gut zu spielen, brauchen wir das vom Anfang, nämlich die Leidenschaft, den Blick für Neues und natürlich Ideen aus dem Raum. Ja, also wirklich den Raum zulassen und sagen, ja, so ist es. Wie geht es dann weiter? Dann kann man fliegen oder auch nicht. Ja. Das heißt also, ich weiß nicht, wo ich lande, ob da unten Beton ist oder Wasser, ich weiß es nicht. Also, es kann sehr komisch ausgehen, das Spiel. Ja. Wagen Sie einfach den Sprung in den freien Raum, spielen Sie mit uns, spielen Sie Pre-Game. Ja. Das ist die Aufforderung. Und manche haben es heute schon getan und ich freue mich, wenn wir uns morgen Vormittag oder morgen da wiedersehen. Und wer mehr wissen will, der wendet sich dann für Trance oder nicht. Danke.